Murat Bonans und noch die Ärzte mit die Viking-Jugend hat ein Mädchen entführt, Zinder als Bonustrack auf der Single Friedenspanzer und das, wie gesagt, frei noch der Ramones, der KKK took my baby away. Und in dem Moment sind die drei Doktor bei uns hier angelangt. Hallo. Okay. Hallo. Hallo, die, hallo. Die drei Hübis. Hier sind die Hübis von den Ärzten aus Berlin. Aus Berlin. Ich habe verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich bin's, der Rott. Farin Wieland Rott, 60 Konzerte habt ihr hinter euch jetzt. Ja. Und müde, heiser. Ja. Ich tue nur so, das ist nur meine Inkognito-Stimme. Rodrigo hat sich heute früh, fühlt sich heute ein bisschen Charles Aznavour-mäßig. Und er liebt euch. Sag mal, habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass die CD Best in Menschengestalt so ein Wahnsinnserfolg haben wird? Das Rechnen überlassen wir anderen. Aber auch Schweizer Personen. Nee, haben wir nicht. Völlige Überraschung, ne? So, der Farin hat sich doch damals ein ganz schlaues Programm gekauft, wo er die Ärzte zusammen mit, dann hat hochgerechnet, wie viel Platten man ungefähr verkaufen würde. Und ist noch nicht erreicht, die Stelle, diese siebenstellige Zahl, aber wir sind schon nah. Aber immerhin sechsstellig ist ja auch nicht schlecht. Hat echt kein Mensch mitgerechnet. Was für Veränderungen hat denn dieser Erfolg jetzt für euch konkret gebracht? Die Frage habe ich mir neulich gestellt, als ich in meiner Cessna nach Monaco geflogen bin zu meiner neuen Freundin. Habe ich mir gesagt, Farin, alter Mütze, hast du dich eigentlich durch den Erfolg verändert? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nachdem ich meine Davidoff aus dem Fenster geschmissen hatte, dass ich eigentlich genau der alte, sympathische Farin-Punkrocker geblieben bin, der ich noch vor, sagen wir mal, 40 Jahren war. Weil das ist, also auch für mich ist das ein bisschen schwer geworden, dieser große Erfolg. Es ist dir vielleicht aufgefallen, dass da so eine Polizeieskorte um meinen Rolls herum war, als ich hier einlief. Und das ist nicht etwa, um mich zu schützen, sondern es sind deutsche Polizisten, die Angst haben, dass ich, wenn ich in der Schweiz auf Tour bin, irgendwie von den Steuern flüchte. Rockstar sein und so scheint viel Spaß zu machen. Ja. Ja. Die nette Komponente dabei ist, dass man auch noch Geld verdient. Wie wichtig ist das für euch? Weißt du, genau diese Frage habe ich mir neulich auch gestellt, als ich auf meinem Schließfach spazieren gegangen bin, zwischen den Goldbarren und den Platinbarren und den Diamantenbarren. Ja, wie wichtig ist es denn? Elfenbeinbarren. Ich kann auch ohne das leben. Ja. Ich brauche das alles nicht. Und wie wichtig ist Erfolg, Bela? Dann soll ich jetzt mal ernsthaft antworten? Ja, mach doch mal. Ja, also, als die Erde noch ein weißer Eisball war, da war Erfolg nichts weiter als ein Napf voller Hunderotz. Nee, wir haben, also tatsächlich, ganz ehrlich, gibt es die Ärzte wieder, zumindest aus meiner Perspektive, irgendwie so aus Erfolgsgründen. Aus Erfolgsgründen, da ich kein Publikum hatte. Dann mit der Jones zum Beispiel irgendwie nicht gerade viel Publikum gezogen habe und ein Publikum ja nun mal, was habe ich übrigens letztes Jahr auch schon dir gegenüber erwähnt, Publikum nun mal die Daseinsberechtigung einer Band ist und nur deshalb konnte Farin Urlaub mich dazu überreden, mit ihm diesen Haufen Geld, diese Band wieder zusammen zu führen und die Ärzte wieder zu machen. Also der Erfolg tut eindeutig gut. Naja. Es ist schon wichtig, wenn du irgendwie was zu sagen hast oder auch nicht, dass du Leute erreichst halt. Ihr seid eine Band, die viel reist, also auch wenn ihr da mal nicht tut, oder? Ja, also man muss immer aufpassen, was jetzt die Frage ist, bevor man Ja sagt. Wie steht denn das so mit eben sich eingeschränkt fühlen? Bleibt überhaupt noch Zeit, wenn ihr jetzt so wahnsinnig gefragt seid? Im Moment haben wir nicht viel Zeit. Also wir haben heute wieder einen Plan gesehen, der geht bis September und ich sehe noch nicht irgendwie, wie wir da verreisen können. In diesem Zeitraum. Na doch, zwei Wochen in Spanien sind wohl drin. Ja. Ja, bleibt überhaupt noch Zeit, irgendwas zu machen? Neben? Also wir wissen jetzt schon, was wir bis Februar nächsten Jahres tun. Und zwar fast auf die Minute. Und was ist das für ein Gefühl? Ha? Das ist nicht so schön. Das ist eher tatsächlich eine unangenehme Seite. Andererseits, was wir dann nach Februar machen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nämlich auf dem großen Kalender bis Oktober. Genau. Yes. Also Ferien. Zugebaut. Nee, wir werden wohl schon ein bisschen Ferien machen. Also die Prämisse, als wir die Band wieder gegründet haben, war, dass wir ein halbes Jahr arbeiten, dann ein halbes Jahr frei haben. Und das ist jetzt gibt es uns bald ein Jahr wieder und das ist bisher noch nicht so gelaufen. Also wir haben jetzt halt ein Jahr gearbeitet, hatten zwischendurch... Acht Wochen frei. Mehr nicht. Nö, das war eigentlich nicht so geplant, aber das ist tatsächlich so, dass so viel zusammengekommen ist und so viel zu tun ist, weil uns macht es ja auch tierisch Spaß auf Tour zu sein, sonst würden wir nicht freiwillig irgendwie mit einer Platte 110 Konzerte geben.
So, wenn man die beiden Touren jetzt zusammenrechnet und die Festivals, sind wirklich sogar 120. Also macht schon Spaß, aber so langsam, ich persönlich bin doch langsam extrem erschöpft. Ihr seid ja auch jetzt größer geworden, wirklich. Ja, ich bin jetzt mehr Leute am Team, also das heißt, das bedeutet ja auch Verantwortung. Könnt ihr noch machen, wie ihr wollt? Also ihr seid jetzt eigentlich Arbeitgeber auch. Ja, klar. Ja, kann man schon. Was also die haben alle so Verträge, wo sie von jetzt auf gleich gekündigt werden. Ich muss echt sagen, damals, weißt du, als ich mit Farin in meiner Punkband gespielt habe, was von den Grünen, da saßen wir mal so zusammen beim Bier mit zwei Strohhalmen. Da sagte ich so, weißt du, Farin, ich möchte gerne mal irgendwann in meinem Leben jemandem das Gehalt kürzen. Und das werde ich wohl heute tun, und zwar unseren Köchen. Schlecht gegessen. Also. Darf ich hier eine Botschaft loswerden an unsere Köche, die nachher diese Radiosendung hören? Euer Essen schmeckt wirklich widerlich. Ihr stinkt. Eure ganze verdammte Firma stinkt. Wir hassen euch. Aber wir lieben euch gleichzeitig. Ja. Weil man hat auch den Köchen gegenüber Verantwortung. Eine kleine Hassliebe. Okay. Wir dürfen auch nicht essen, euer Essen nur aus Geldgründen. Und so billig ist. Stichwort Erfolg nochmal. Erfolgsdruck. Kennt ihr sowas jetzt? Nachdem ja, absolut. Wo Druck? Also, ganz ernst, irgendwie? Ganz ernst. Natürlich nicht. Also wollen wir nicht. Wir haben diese Platte ohne Erfolgsdruck gemacht, die Bestien Menschengestalt, weil die sind einfach nicht davon ausgegangen. Wir wussten schon, dass irgendwie Leute sich dafür interessieren würden, wenn es die beste Band der Welt wieder mal gibt. Aber nicht davon ausgegangen, dass es so abgehen würde. Und wir lassen uns halt etwas länger Zeit im Studio und versuchen halt wirklich das alles zu unterdrücken, spielen ja auch in kleineren Hallen und so und wollen halt also die nächste Platte in dem Fall härter machen als die letzte, schon allein, um von diesem Erfolgsdruck wegzukommen. Also es wird keine Schema F Ärzteplatte geben, die hat es nie gegeben, die wird es auch nie geben. Also es stört euch dann auch nicht, vielleicht nicht mehr so viel Erfolg zu haben? Nö. Wir haben, seit es die Ärzte gibt, wir haben immer das gemacht, was wir wollten, und Ärzteplatten unterscheiden sich unter sich schon extrem teilweise. Und wir machen auf jeder Platte immer andere Experimente ein und so weiter. Und das sind halt die Ärzte, so lieben uns die Leute. Aber sicher mal härter das nächste Mal. Davon gehen wir aus. Pandora. Ihr habt ja vorher jeder eigentlich eine eigene Band gehabt. Bela mit Rod. Seb Jones und du mit King Kong, Farin. Rod, du bist eigentlich in den Augen von den Ärzte-Fans so das unbeschriebenste Blatt. Was ist so deine Geschichte? Ja, das soll eigentlich auch so bleiben. Ja, finde ich auch ganz gut so. Ich bin sehr unbeschrieben. Man hat auf mir noch nicht rumgeschrieben. Ein blattförmiger Bassist. Was war deine zweite Frage? Was deine Geschichte ist. Hast du vorher gemacht? Wer bist du? Was habe ich vorher gemacht? Ja, du hast es schon erwähnt, Deb Jones. Ich bin ein Mensch, so Körpertemperatur 37,5 Grad. Bin 1,84, 85 groß. Vor der Jones? Früher auch bei so einer kleinen Band aus Berlin auch gespielt, die hießen Rainbirds. Und die sind ja bekannt für so poppigeren, weicheren Sound. Ja, so wie kommt man von den Rainbirds zu Soft Metal Jones? Halt, ne? Ja, wie kommt man von Rainbirds zu der Jones? Ich meine, die Rainbirds haben sich aufgelöst und hab sozusagen das aufgegriffen, was ich schon immer mal machen wollte, nämlich mal ruhig was Härteres, weil ich auch aus dieser Punk-Ecke komme eigentlich ursprünglich. Und die Rainbirds war ja mehr so Popmusik oder so leicht Berieselungsmusik. Und ich wollte das eigentlich schon immer machen, hatte mich mit Beckmann damals auch zusammengetan, und der Beckmann hat mich dann zum Bela geführt. Zum Bela B, der hier neben mir sitzt. Ja, hallo, liebe Hörer, hier ist Bela B aus Berlin. Da hatten wir die verrückte Idee, lass mal eine Band machen. Lass mal was ganz anderes machen, eine Band. So eine Band, wie unsere Idole klingen sollten, so eine Mischung aus Kiss und ABBA und so. Jetzt bei euch, bei den Ärzten fällt es ja auf, also eure Texte sind im Schnitt Träfer, Frecher, wie die Texte durchschnittlicher deutscher Bands, sage ich jetzt mal. Vom halben Jahr, wie ihr schon erwähnt habt, hat es ein Interview gegeben mit DRS3 und da haben Mädchen gefragt, was ihr denn vom Intimschmuck haltet. Und ja, damals seid ihr wirklich, ich möchte sogar sagen, verlegen gewesen. Klar, ihr habt keine Antwort gewusst. Du musst dazu im Moment sagen, die war 12. Wir waren nicht verlegen, ganz im Gegenteil. Also das möchte ich. Auf jeden Fall war es eine Minute lang oder eine halbe Minute lang ruhig. Kann gar nicht sein. Wir müssen auch gegen unsere Reaktion ankämpfen. Die Frage jetzt, lebt ihr eigentlich die Texte, die ihr schreibt, oder denkt ihr euch einfach mal Geschichten aus und findet das witzig? Also vielleicht können wir an dieser Stelle mal Oma Boy einspielen und ich darf verraten, der Text ist von Bela. Okay, Bela, das Wort ist deines. Natürlich, Babe, leben wir. Wir leben unsere Texte, wir erleben unsere Texte in einer Mannigfaltigkeit, wie sie bei anderen Bands kaum vorzufinden ist. Da braten wir einen Storch.
Ja, auch das wird ein Thema sein auf unserer nächsten Platte. Storchbraten? Ja. Geiler Plattentitel übrigens. Ja, das ist Storchbraten. Das Wort geil haben wir jetzt nicht gehört. Ah, das ist zu... Nein, aber jetzt mal... Also, ich verstehe die Frage nicht so ganz, weil wir singen eigentlich weniger über Erlebtes als über Gedanken. Also okay, da kommen auch mal Texte über Erlebtes vor, aber meistens sind es so Texte, die sich mit gedanklichen Hypothesen beschäftigen. Und das, also man lebt sich eigentlich halt über Gedanken. Die Musik aus. Ja. Das, was man sonst nicht macht. Genau. Nee, das auch nicht. Das auch. Das ist ja, nicht oder auch? Nein, natürlich nicht. Das sind unsere Gedanken. Und teilweise ist das im Realleben schlimmer, als wir es beschreiben, und teilweise nicht. Zeitig die Stimme, das sind aber wie gesagt die Waltons gesehen und der Gast da drauf, der Bela B. auf dem letzten Waltons-Album, wo heißt Essential Country Bullshit. Und wie gesagt, das ist gesehen Stand By Your Man, der Bela B. hat da mitgesungen. Die drei sind nach wie vor bei mir da im Übertragungswagen. Die Ärzte stehen für Durchgeknalltes, für Spaß, für Verrücktes. Wenn ich mir Depp Jones anhöre, dann klingt das sehr zum Teil depressiv, zynisch, no future artig. So, ist die Zeit vorbei? Habt ihr auch noch Downs oder wie geht das? Natürlich haben wir Downs irgendwie. Hallo. Das ist ganz klar. Nur die Ärzte sind natürlich eine andere Band als Depp Jones. Wir haben einen musikalischen Einfluss von Depp Jones zu den Ärzten mit rübergenommen und zwar in einer Aldi-Titel. Der Jones hat sich so entwickelt, wie sich in der Gruppe diese vier Menschen, die der Jones waren, oder drei Leute, die der Jones waren, sich so entwickelt, wie sich diese Menschen gemeinsam entwickelt haben. Und zwischen Jan und mir besteht halt eine ganz andere Sache, eine ganz andere Chemie. Also die Spaßchemie eigentlich, und da war sie ja distanziert. Ich weiß nicht, es sind nicht alle Lieder richtig Spaß. Ich mache die Augen zu und küss mich, jetzt kann ich nicht drüber lachen, ehrlich gesagt. Friedenspanzer zum Beispiel ist echt ein todernstes Lied, so wie man halt die Welt rettet. So, Liberté, auch so ein Drogenkampflied. Ja, ich hab einen Text von King Kong gelesen, sowas wie, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. What I need. This evolution of the brain, wise man to broaden my horizon, also irgendwie das Hirn weiterentwickeln, aufblasen, weise Männer, die dir den Horizont erweitern. Farin, strebst du nach Wissen oder ja, Weisheit? Ja, absolut. Nee, nicht nach Weisheit, nach Wissen. Nach Wissen. Weil ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass ich, also Weisheit, danach kann man nicht streben. Die kommt entweder, sie kommt nicht. Also, ja, aber man kann eine Basis dafür schaffen, also zum Beispiel Sunblocker. Du strebst nach Wissen, habt ihr gesagt. Ja, ja, mich interessiert vieles. Wie bildest du dich weiter, zum Beispiel? Zum Beispiel? Fernsehen oder so, ne? Videos, Lernvideos. Videospiele. Lernkurses. Ja. Also ich lese ja gerne mal, ich lese ja auch gerne mal so eine Gebrauchsanweisung vom Videorekorder. Ja. Nee, ich lese gerne Bücher. Welche? Physikbücher, Philosophiebücher, Psychologiebücher, Sexbücher. Alles, was es halt so gibt. Biografie von Heinz Rudolf Kunze. Wissen in dem Sinn heißt ja auch Macht. Ihr kommuniziert sehr stark mit dem Publikum, also es geht da immer so hin und her. Was für Gedanken macht ihr euch dabei über Macht und Einfluss nehmen auf Publikum? Dadurch, dass wir uns, du hast halt nur schon einige Ärztekonzerte gesehen, ich sehe es dir an. Dieses eingemeißelte Lachen, was man dir in 20 Jahren noch aus dem Gesicht schneiden muss, kommt auch sicher von einem Ärztekonzert. Wer weiß. Natürlich ist es sehr gefährlich, einerseits über Nazis herzuziehen, wie es die Ärzte hin und wieder tun, und andererseits irgendwie die Leute mit einem Handgriff so in der Hand zu halten. Aber dadurch, dass wir uns halt selber nicht ernst nehmen und das Publikum auch dazu auffordern, jeweils einen der Bandmitglieder irgendwie fertig zu machen, irgendwie entheben wir uns leicht wieder von diesem Posten. Von diesem Podest. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Leute machen, was ihr wollt. Also nein, also... Sie machen es aber auch nur in einem bestimmten Kontext. Also das ist halt tatsächlich was anderes, ob man sagt, Führerbefehl, wir folgen, oder ey, die Ärzte, die sind super. Ist tatsächlich ein Unterschied. Also bestehe ich auch drauf, dass da ein Unterschied ist. Nicht unbedingt in diesem hirnlosen Akt des Nachsprechens, aber wir schaffen halt, wie gesagt, einen ganz anderen Kontext. Oh, wir sagen, wir sind eine Rockband, nehmt uns bitte nicht ernst. Das steht quasi auch an unseren Plakaten. Wir sind hier in der Schweiz haben wir nicht plakatiert, aber sonst. Auch nicht. Da steht, nehmt uns nicht ernst. Nehmt uns nicht ernst. Kommt nicht. Wir spielen auch gar nicht, in Ehrlichkeit. Die Leute kommen natürlich trotzdem. Wir sind ja auch da. Ist ja auch dann so eine Geheimabmachung. Nee, und wir machen es halt auch so, was der Bela schon mal im Interview gesagt hat.
Scheiße, soll ich seinen Geheimnamen verraten? Seine Geheimidentität. Das kannst du die Erde nicht gut, Rüdiger. Dass wir I've been looking for freedom so lange spielen, bis sie uns halt fast von der Bühne holen, weil sie es halt richtig scheiße finden. Machen wir, also wir demontieren uns dann auch gleich selber. Wir sagen, geben auch zu, wenn wir scheiße spielen, dann fangen wir die halt nochmal an. So von denen, ja, war jetzt nicht so toll. Oder? Eigentlich ist die ganze Karriere der Ärzte darauf aufgebaut, irgendwie die drei Individuen, die jeweils in den Ärzten spielen, zu einem Haufen Gebrösel zu reduzieren. Also eigentlich was aufbauen und dann das wieder also kaputt machen. Also ich meine, zum Beispiel unser Plattencover. Vorne drauf ist irgendwie so eine Comiczeichnung, innen drin sind richtig schöne, nette Porträts, wo wir halt uns wirklich Mühe gegeben haben, die schönsten Fotos auszusuchen, von vieren jeweils. Und auf der Rückseite ist halt ein Foto, auf dem wir super bescheuert aussehen, wo wir halt unsere Hosen runter haben. Und irgendwie so, weil wir wollen halt nicht idolisiert werden. Das klingt jetzt widersprüchlich, warum geht ihr denn auf Tour und so? Was machen die Spaß, vor Publikum zu spielen, aber wir wollen halt nicht, dass die irgendwie nach Hause gehen und sagen, Mensch, also wieder Bela, so möchte ich mal werden. Dann lass sie sagen, wieder Bela, so möchte ich garantiert nicht werden. Naja, also ich glaube schon, dass sie uns richtig einschätzen. Also wir sind ja tatsächlich gute Menschen. Also wir tun ja auch gute Taten. Das machen viele. Ganz klar. Also logisch, die sind auch in der Bravo und in ähnlichen Gazetten irgendwie hin und wieder vertreten. Achso, diese Dinger, diese Viecher aus Afrika mit den Streifen. Nee, Tiger. Nee. Blinden. Und mit Geweih. Und das ist klar, und natürlich zeugen Briefchen, die irgendwie an den Teddybären dranhängen, die auf die Bühne fliegen, auch davon, dass da so einige Kiddies irgendwie im Publikum sind, denen das eigentlich egal ist, was für Musik wir machen. Nur irgendwann werden sie sich mit den Texten mal auseinandersetzen, weißt du? Und wenn dann an so einem Teddybär so ein Brief dranhängt, dass halt so ein Mädchen ihre Meinung über Asylanten zum Beispiel geändert hat, also wo man ziemlich rechts war und dann durch den Song Schrei nach Liebe vielleicht mal angefangen hat nachzudenken oder so, dann hilft uns das schon. Also wir zwingen die Leute dazu, wach zu sein, welche von unseren Äußerungen ernst gemeint sind und welche nicht. Und ich denke mal, dass viele das schaffen, vielleicht nicht alle. Also wir sagen nicht dazu, Achtung, das ist jetzt ein Witz und Achtung, das ist jetzt ernst gemeint. Es gibt halt eine Ansage, die findet fast jeden Abend statt. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Ich möchte eine Welt ohne Nazis. Komischerweise wissen die Leute, dass das erste nicht so ein Thema ist wie das zweite in unserem wirklichen Leben. Mhm. Geht's auch nicht, wie sie das immer mitkriegen. Vielleicht ist es die rote Ansage rechts neben der Bühne, die Leuchttafel. Aber was habt ihr denn so generell für eine Einstellung dazu, eben Einfluss nehmen zu können? Ihr könntet das ja, wenn ihr wolltet. Ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Ich meine, guck dir jemand an wie Sting, der irgendwie wirklich einer der berühmtesten Musiker der Welt ist. Und der setzt sich halt für tausend Sachen ein und was ändert er dann wirklich? Er schafft doch noch nicht mal ein richtiges Bewusstsein. Er schafft halt mal ein Medienbewusstsein, dass halt zwei Artikel darüber geschrieben werden, über die Yanomami-Indianer. Aber was hat sich denn für die geändert? Also ich glaube, dass das, was man tatsächlich verändern kann, super, super gering ist. Deswegen versuchen wir halt auch nicht großspurig zu sein, sondern was wir konkret machen ist, wir nehmen unseren Fans Geld ab und geben den Leuten, die das brauchen. Wem denn? Den Obdachlosen in Deutschland. Das habe ich gar nicht gewusst. Nee, das hängen wir auch normalerweise nicht an die große Glocke. Die paar T-Shirts von uns, wir haben die T-Shirts bezahlt, das ist unser Anteil der Spende. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was sie kosten. Also die kosten 20 Mark, wir haben 10 Mark gezahlt für Druck und bla 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 und mit dem Rohmaterial. Die Fans zahlen also 20 Mark und dieser gesamte Betrag geht an die Obdachlosen. Also das einfach Geld, so, das ihr behaltet, ist einfach das von den Platten, mehr oder weniger. Richtig. Die Verantwortung zeigen wir auch, wir stellen uns auch nicht hin und reden mit unseren Fans über abstrakte Themen, sondern also Themen, die in diesem Land halt passieren. Und das Schlimmste sind die in unserem Land, also in eurem Land genauso, im deutschsprachigen Raum, wo wir Leute erreichen, sind Obdachlose, die steigende Zahl der Armut irgendwie, der Armen irgendwie in Europa und natürlich der steigende Anteil an Neonazis in allen europäischen Ländern. Aber nicht an Neonazis, sondern der steigende Rassismus. Steigender Rassismus irgendwie, und da versuchen wir schon Bewusstsein irgendwie. Auch während den Konzerten? Während der Konzerte natürlich minimal, also wir haben aber zum Beispiel beispielsweise auch neben unserem T-Shirt-Stand noch ein T-Shirt-Stand mit Antifa-T-Shirts. Und Informationsmaterial. Also Antifaschismus-T-Shirt. Du kriegst halt die T-Shirts nicht ohne den Zettel, der dabei liegt. Und in dem Zettel stehen halt die Informationen, die halt ein Konzert super killen würden, wenn man die halt so erzählt. Und denen, ja, es ist übrigens so. Und diese moralisch. Die Antifa-Shirts sind auch billiger als unsere eigenen T-Shirts. Also insofern, um das den Leuten leichter zu machen, dann auf dem Ärzte-Shirt zu verzichten und stattdessen die Antifa zu unterstützen. In der BRD, also in Deutschland, meine ich, haben wir auch bei vielen Konzerten auch Jugend gegen Rassismus. Jugend gegen Rassismus in Europa, so halt so eine europaweite Jugendorganisation. Die haben dann auch ihren Stand immer aufgebaut und so und haben auch
uns nach dem Konzert auch immer erzählt, dass auch viele Leute da einfach hingegangen sind und sich da eingeschrieben haben, auch mit zum Mitzumachen aktiv halt. Aber es ist nicht oft so, dass eigentlich an eure, also sowieso an den Konzerten, es sind ja immer die Leute da, die es gar nicht nötig haben. Die denken ja eh schon. Ja, Moment mal, so. Wir geben denen eine Chance, sich zu organisieren. Und das ist ein Unterschied. Ja, ist ein Unterschied. Also ob ich jetzt alleine dastehe und sage, ich finde Faschismus echt scheiße, oder ob ich weiß, ich habe zu Hause so ein Adressbuch mit 5000 Leuten, sage ich jetzt mal, in Deutschland, die im schlimmsten Fall eine Telefonkette machen können, und wenn man sich nur trifft, um den Nazis aufs Maul zu hauen, das ist ein Unterschied. Und sowas versuchen wir zu schaffen. Wir sagen es nicht wörtlich bei jedem Konzert, wir fordern Leute nicht dazu auf, aber wir versuchen halt eine Bewusstseinsebene zu schaffen, auf der das leicht fällt. Abgesehen, also ich muss auch sagen, dass ein Ärztekonzert immer noch irgendwie was insofern mit Punk zu tun hat, dass unsere Eintrittspreise im Vergleich zu größeren Bands, also vergleichbaren Bands, die genauso viele Platten verkaufen, relativ klein sind. Und dass wir halt einen sehr großen Anteil an sehr Jugendlichen, sprich Leuten, die noch zur Schule gehen, irgendwie in unserem Publikum haben. Und dass so ein Ärztekonzert auch Gesprächsthema ist am nächsten Tag in der Schule. Und so kann man halt auch noch Leute, so zieht das halt Kreise. Deutschland. Ich habe noch ganz kurz was Aktuelles für euch. Ich habe heute, in der Zeitung geblättert und mir vier so Kernsätze rausgeholt, und ich möchte einfach so ganz gemixt euren Kommentar dazu. Erich Honecker, ehemaliger Staatsoberhaupt der DDR, ist tot. Seditious lebt, Erich ist tot, Punkrock gegen real existierenden Sozialismus 1:0, steht schon auf unserem Display. Alter, Erich war ein guter Maurer. Die Schweiz stimmt am 12. Juni über eine Erleichterung zur Einbürgerung von jungen Ausländerinnen und Ausländern ab. Ja, das ist auch ein guter Schritt. Hoffe ich, dass wir nicht so. Es geht aber nicht um das Wahlrecht, leider, geht nur um die Einbürgerung. Ich weiß, habe ich gelesen vorhin auf dem Transparent, übrigens nicht in der Zeitung. Und aber immerhin ist das trotzdem ein guter Schritt. Und hoffe ich, dass ihr nicht zu viele konservative Kräfte hier in diesem Land habt, was ich annehme. Ich denke schon, dass sie das hier haben. Also ich meine, in Deutschland wird soweit nicht abgestimmt. Nee, aber in Baden-Württemberg haben sie immerhin jetzt einen Abschiebestopp erreicht für Ausländer, die länger als 6 Jahre im Land leben. Und das finde ich schon okay. Also an den Anfang. Mhm. Heute ist der internationale Tag des Nichtrauchens. Ganz gut eigentlich. Also, kommt mir ganz gut, mein Tag nicht so auch. Ich finde das ja ganz gut. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es gibt echt schlimmere Sachen auf dieser Erde als irgendwie Raucher oder Nichtraucher. Also das ist auch ein Thema, was mich echt zum Kotzen animiert. Warum? Weil die Amis machen da ein tierisches Trara schon seit Jahren darüber, und inzwischen werden irgendwie Bezahlungspapier verschwendet, um darüber zu schreiben, wie viel, dass nur noch 25% der Deutschen rauchen und 75% Nichtraucher sind und so weiter. Ich meine, das würde ich gerne mal kennenlernen. Das kostet auch richtig Geld, da Umfragen zu machen und so weiter. Vergiss es einfach irgendwie so. Also das Geld besser irgendwo anders. Ja, also für diese ganzen Umfragen und sonst was. Wir wissen, dass das Rauchen die Gesundheit gefährdet. Ich weiß das ganz besonders. Ich habe 3 bis 4 Schachteln geraucht am Tag und rauche seit 1,5 Jahren nicht mehr. Und das ist jedem selbst überlassen. Und dann soll es halt nicht Raucherrestaurants. Und ach, jetzt reden wir, wir verschwenden jetzt Sendezeit. Aber jetzt wollte ich sagen, ich finde es ganz gut, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Deutschland ist zum Beispiel die Zigarettenwerbung im Fernsehen von nicht mehr erlaubt. Und aus Kinos ist sie zum Teil auch verbannt worden. Und sie wird auch nächstes Jahr verbannt werden. Das finde ich eigentlich ganz okay. Weil dadurch hat man mehr bessere Werbung, wie zum Beispiel. Du weißt ja, welche Werbung ich meine. Ja, wir stehen kurz vor dem Konzert. Wir stehen kurz vor dem Konzert. We are standing short before the concert. Noi siamo corto. Müde Konzert. Nous sommes corto. Morgen. Guten Morgen. Dans le concert. Was können die Leute erwarten heute Abend? Außer 20 Minuten Musik. Wir haben die komplette Show mitgebracht. Aus Amerika. Die komplette Show. Wir haben 40 Lastwagen mit blutjungen Stripperinnen aus Las Vegas. Und ich werde mit einer Dauererektion spielen. Also alleine heute Abend stehen gut und gerne 4 Tonnen Silikon auf der Bühne. Und jetzt noch irgendwas für die Leute, die sie nicht sehen können, sondern nur hören. Also an den Stellen, wo das Publikum klatscht, da ziehen wir uns aus. An den Stellen, wo wir klatschen, zieht sich das Publikum aus. Wenn alle zusammen klatschen, steht die Karin Frey von der RS3 auf der Bühne und zieht sich nicht aus. Ja. Ja, deswegen klatschen wir. Ja. Okay, merci vielmals. Das wird eine riesen Papperei heute Abend. Dann gibt es eine Poppe, die Schweiz noch nicht gesehen. Ich bin schon wieder ganz geil.
Oh, Jörrat, Jörrat. Wie es hier ist, aber in Deutschland ist zum Beispiel die Zigarettenwerbung im Fernsehen von nicht mehr erlaubt. Und aus Kinos ist sie zum Teil auch verbannt worden und es wird auch nächstes Jahr verbannt werden. Das finde ich eigentlich ganz okay, weil dadurch hat man mehr bessere Werbung, wie zum Beispiel. Wisst ihr, welche Werbung ich meine? Ja, wir stehen kurz vor dem Konzert. Wir stehen kurz vor dem Konzert. We are standing short before the concert. Noi stiamo corto in front. Müde Konzert, nur adnus. Nous sommes courte. Morgen. Guten Morgen. Dans le concert. Was können die Leute erwarten heute Abend? Außer 20 Minuten Musik. Wir haben die komplette Show mitgebracht. Aus Amerika. Die komplette Show. Wir haben 40 Lastwagen mit blutjungen Stripperinnen aus Las Vegas. Und ich werde mit einer Dauererektion spielen. Also alleine heute Abend stehen gut und gerne 4 Tonnen Silikon auf der Bühne. Und jetzt noch irgendwas für die Leute, die es eben nicht sehen können, sondern nur hören. Also an den Stellen, wo das Publikum klatscht, da ziehen wir uns aus. An den Stellen, wo wir klatschen, zieht sich das Publikum aus. Wenn alle zusammen klatschen, steht die Karin frei von RS3 auf der Bühne und zieht sich nicht aus. Ja. Deswegen klatschen wir. Ja. Okay, merci vielmals. Das wird eine riesen Popperei heute Abend. Dann gibt ein Gepoppe, da hat die Schweiz noch nicht gesehen. Ich bin schon wieder ganz geil. Oh, Jörrat, Jörrat. Ja, ist neu. So, und das heisst, Zeit für die Sendung von Slime und Schweineherbst. In der Bärenmatthalle Sur ist der Teufel los, die Leute töten schon wie verrückt. Und die Ärzte sind drauf und dran zu kommen. Es ist noch ganz, ganz dunkel. Es läuft auf ein Intro. Man hört es vielleicht noch nicht so richtig im Hintergrund. In genau 10 Minuten wird dieses Gebäude und jeder Mensch darin reduziert sein auf einen Haufen Gebröse. Herzlich willkommen mit der Ärzte live auf der Gasse auf DRS3. Thank you.
nimmt sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich gesagt, oh, oh, oh. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Und das war nicht nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut. Und ich wohne und gesund und geraucht. Entschuldigung.
Ausschlafen, bitte spring doch aus dem Fenster.
Wie geht es euch? Ja, ich bin dazu angehalten worden, sehr langsam und deutlich zu sprechen. Aber hallo. Ich glaube, das ist nicht so wichtig heute Abend, oder? Also, eins möchte ich schon mal dazu sagen. Leise sein ist heute nicht. Das Konzert heute Abend wird im Radio übertragen, und zwar live. Nach jedem Lied müsst ihr ungefähr 5 Minuten lang härtesten Arena-Applaus liefern. Wir spielen nicht umsonst vor 20.000 Leuten hier. Nicht schlecht. Das ist herrlich. So. Yes. Okay. Ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch einige schweinische Wörter auf Schweizerdeutsch. Ich kenne da nicht so viele, tut mir leid. Aber da wir im Radio sind, das Radio... Das Radio Rezension erworben ist, also wenn einer oder zwei oder mehrere von euch sich beflügelt fühlen, vielleicht die Worte wie Ficken zu brüllen, so dürft ihr das ruhig. Wir blamieren nur das Radio. Na gut, es gibt auch noch andere. Aber jetzt kommt erstmal ein Hübi-Song. Von uns für euch. Schnell vorbei, dann traf ich dich in der Fleischerei. Du sagst, du würdest jetzt tranchieren. Abends bist du zu mir gekommen. Ich hatte extra ein Bad genommen, um dir mit meinem Wohlgeruch zu imponieren. Komm, das in der Haare gingen wir schon mit einer platonischen Diskussion. Bis auf später in der Nacht hab ich dann entdeckt, was hinter der Studie Das weiß ich nicht. Du willst mich küssen, doch das geht mir zu schnell, du solltest wissen. Ich bin homosexuell.
So. Ich habe eine Bitte an euch. Könntet ihr das zum folgenden Stück mit mir an Stimme und mitsingen? In voller Stärke. Bitte schön. Ja, das ist Seid ihr noch
ihres Team. Ladies and Gentlemen, ich bin stolz zu präsentieren heute Abend hier auf dieser schönen Bühne in Suhr den Mann, der es geschafft hat, die Silbermedaille im Balladenschreiben zu gewinnen, Senior Farin Urlaub. Platz 1 haben leider die Scorpions gemacht mit Wind of Change. Tut mir leid, Farin. Aber ich denke, das Lied wird euch auch gut gefallen. Seid ihr noch da? Seid ihr bereit für eine Botschaft? Ja, da seid ihr leider auf dem falschen Konzert. Dann sag, dass du mich liebst. Ich weiß genau, es ist nicht wahr, doch ich spüre keinen Unterschied, wenn du dich mir hingibst. Mach die Augen zu und küss mich. Mach die Augen zu und küss mich, mach die Augen zu.
Ja, liebe Radiohörer, ich wende mich jetzt einmal mit einer Ansage direkt an Sie. Was Sie nicht sehen können, ist, dass hier haufenweise ohnmächtige, entblößte junge Menschen vor mir liegen. Nackt, aber glücklich. Und wir spielen jetzt für Sie daheim das nächste Lied, während die Leute hier ihre Klamotten wieder suchen. Vielleicht findet auch der einsame Geschlechtsverkehr jetzt vor unseren Augen statt, ich weiß es nicht. Ich verschließe meine Augen. Auf jeden Fall, eins ist mal sicher, liebe Bootlegger, die dieses Konzert mit Sicherheit auch mitschneidet. Hier gibt es bestimmt mindestens 50 junge Damen, die das gerne als schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen wollen. Also an die habt ihr schon mal verkauft, die müsst ihr nur noch finden. Hey, du, bleib stehen, ich weiß, wohin du gehst. Folgende Ansage haben wir im vorigen Interview ja schon angekündigt. Ich möchte eine Welt in der Käfer und Insekten endlich wieder mecken. Ich möchte eine Welt ohne Faschisten. Ich möchte jetzt
Sorry, es ist jetzt gerade so ein bisschen so eine kleine Pause entstanden, weil der Rott und ich den schnellsten Instrumentenwechsel in der Geschichte der Rockmusik vollzogen haben. Was seit der Geschichte der letzten 3,5 Monate? Vielleicht könnt ihr diese Pause so ein bisschen überbrücken, nachträglich zumindest mit einem dortnamen Applaus. Ja. Das macht sich unheimlich gut bei Radio-Live-Übertragungen. Stimmt. 1, 2, 3, 4.
Wir hatten schon Pläne wegen einer Scheidung. Am nächsten Tag las ich in der Zeitung. Meine Welt stürzte ein wie ein Kartenhaus. Ich war auf der Stelle in Tränen aus. Das Volk weinte mit mir. Warum hat Gott das zugelassen? Lass es immer noch nicht fassen. Welcher liest du? 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 Seltsamer und mysteriöser als je zuvor. Und er hat kein Feuerzeug, sondern er hat ein neues Lied dabei im Gepäck. Quasi, er hat noch ein paar Keulen, die er ins Feuer legen möchte. Ein Lied viel zu schade für euch. Ich spiel's mir eigentlich immer nur selber vom Spiegel vor. Eventuelle Fehler in dem Song sind darauf zurückzuführen, dass der Arbeitskräftemarkt in puncto Musik gerade
nicht so reich bestückt ist und nicht, man muss halt nehmen, was kommt. Ne? Da habe ich hier Farin Urlaub und Rod González. Egal, ich bin dabei und ich bin der Größte. Auf der Party, wo wir sind, ist doch nun schon lange nicht mehr los. Dir war langweilig, darum bist du hier, doch jetzt du. Und deine Sehnsucht ist noch immer groß. Deine Sehnsucht ist noch immer groß. Komm mit mir und du wirst sehen, wenn wir durch den Spiegel gehen, wirst du deinen Augen nicht mehr trauen. Komm doch, ich vertraue mir, diese Welt gefällt auf dir. Von uns schönsten und unvorstellbaren Grauen. Von uns schönsten und unvorstellbaren Grauen. Doch was hält sich an, wird plötzlich schön. Hab doch Mut und Wind und du wirst sehen. Mysteryland. 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 Du hast zu lang gewartet, ich nehm dich bei dir. Mysteryland, Mysteryland, Mysteryland. Es steht in deiner Karte, wir gehen jetzt in mein Land. Der Feige ist noch gut. Nur was billig ist, ist gut. Und gestern wird zu morgen. Schau nach vorn, da liegt dein Glück. Schau zum Spiegel nicht zurück. Hinter ihm liegen deine Sorgen. Hinter ihm liegen deine Sorgen. Jetzt bin ich ein Pirat, sieh mein Schiff in voller Fahrt. Ich halte dich gefangen. Auf der Insel ganz versteckt, lass ich dich nicht mehr weg. Du bist zu weit gegangen. Wir sind zu weit gegangen, deine Sehnsucht macht der Sinn. Nimm sie mit, du weißt wohin. Mysteryland, 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 Mysteryland. Du hast zu lang gewartet, ich nehm dich bei der Hand. Mysteryland, Mysteryland, Mysteryland. Wir gehen jetzt in mein Land. Mysteryland. 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 Vielen Dank. Ich erteile das Wort unserem Mann aus Chile, der Austauschschüler, wir haben Honecker rübergeschickt und er kam nach Deutschland, um bei den Ärzten zu spielen. Rodrigo González! Für die Chilenen war es ein Missgeschäft, Honecker ist ja direkt gestorben. Rodrigo lebt noch. Aber er fängt auch schon an, vom Mauervirus befallen zu sein. Aber hallo. Gestern haben wir uns gerade oben gebaut. Wie geht's der Leber, Rod? Verdammt gewachsen, meine Leber. Ja. Ich glaube so. Aber eins haben die beiden gemeinsam. Sie haben die gleiche Frau. Margot González. So sieht's aus. Stell dir vor. Die erste Frau weltweit mit 100% Wurstgeschmack. Und macht ihr Motto, stellt euch vor, es sind Ärzte und keiner geht hin. Singt Rodrigo jetzt endlich ein Lied. Das habe ich für Margot, die ich ganz liebevoll auch Kruschka nenne, geschrieben. Das nächste Stück heißt
Du hast gut auf uns. Zu Deutsch, Elmar! Hallo, Margot. Kurz noch eine Zwischenfrage an euch, liebes Publikum. Geht's euch gut? Ja! Okay, warte, ich habe sie jetzt vor dem Lied gefragt. Ich frage sie mal nach dem Lied nochmal. 1, 2, 3, 4! Wir spielen deshalb so schlampig, weil wir sind die beste Band der Welt. Wir dürfen das. Das Lied gerade war wahrscheinlich eher so für die spanisch sprechende Schweiz interessant. Weiß ja jeder, die Schweiz ist dreisprachig. Schweizerdeutsch, Englisch und Spanisch. Wir sind ja nicht von gestern. Oh, Entschuldigung, fünfsprachig sehe ich gerade. Walisisch habe ich natürlich vergessen. Tut mir leid. Das war ein toller Büchereiwitz, Farin. Super, oder? Habe ich mir unten ganz alleine ausgedacht. Ja. Okay, jetzt kommt. Gestern war es noch ein Disco-Stück. Heute wieder ein Punk-Song. Yeah. Heißt, ich zertrete Blumen. I jump on them. Ich kratze auf Blumen. Und nach dem Motto.
mehr Pogo, Leute. Für all die Hippies, die immer sagen, gib mir mal eine Blume, völlig sinnlos. Heute ist ein Sonderfall. Heute sollt ihr eigentlich mit Ja antworten. Wollt ihr die Wahrheit hören? Ja. Wie wär's mit auf jeden Fall? Wollt ihr die Wahrheit hören? Unbedingt. Wollt ihr die Wahrheit hören? Aber hallo. Wollt ihr die Wahrheit hören? Wer hat dem Mann ein Mikro gegeben? Das ist unglaublich. Mein Swimmingpool reicht von Casablanca bis nach Istanbul. Und das ist ein Mordsmodul. Und trotz Schloss besteht aus Bela B und ist gigantisch groß. Und da ist schwer was los. Von morgens 6 bis nachts um 4 stehen die Mädels vor unserer Tür. Wir sind reich. Wir sind reich. So furchtbar reich. Wir sind reich. Ganz nebenbei
nicht wisst, wohin. Während wir unser Geld und freuen uns, wie reich wir sind, werden wir plötzlich arm, wie eine Kirchenmaus. Das wäre halt so wild. Thank you.
glaube, ihr seid jetzt bereit für eine ganz starke Ansage. Eine Ansage, bei der ihr müsst das Wort 2000 Mädchen erraten. So viel sage ich schon. Okay, hier kommt die Frage. Wie viel sind 2000 Mädchen? Wie viel sind 2000 Mädchen? Ein bisschen artikulierter bitte. Wie viel sind 2000 Mädchen? Ja, sehr schön, sehr schön. Wie heißt das nun folgende Stück? Stimmt das, Baby? Naja, ich weiß nicht. Ich hab's nicht so deutlich verstanden. Farin, du kennst den Dialekt hier in der Gegend doch recht gut. Ah, ich habe ja jahrelang hier gelebt, wa? Also ich würde mal sagen, wir gehen davon aus, dass das nächste Stück MAP heißt. Hey! Gesetzt den Fall, der Rodrigo verlangt von euch, das Wort, die Worte 2000 Mädchen auszusprechen. Nach einer kommenden Frage, aus meinem Munde gestellt. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch jetzt frage, wie heißt das folgende Lied? Das habe ich verstanden. Hugo? Welcher Hugo? Madonna's Big Bang.
das Gefühl, ich hab mich doch zu erfüllen. Die Chance wird besser, warum lacht mir wieder zurück? Ich mich heute unter Tisch oder geh ich nach Haus zurück? Alleine in der Reine. Ich bin weg, doch ich kriege Anstrengung, denn du schaffst die Welt zu gehen. Ich geb dir einen auf und ich klopf sie dann auf. Du sagst ja, so geht's. Ich will es genau auf die, so fucking weiß man wie. Da stoppt uns ein Polizist. Eine Bank und auch geraubt, das ist ja nicht erlaubt. Er sagt, dass du's gewesen bist. Er sagt, dass du's gewesen bist. Bist du eigentlich Mensch? Doch ich werde so ein Mensch. Leider bin ich so ein Mensch. 7 Jahre lang allein. Alleine. Aber Vorsicht, ist großartig. Cool. Aber Vorsicht, ist cool, Mann. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum wir jetzt plötzlich so nett sind und so angeschleimt kommen. Wir spielen jetzt das letzte Lied. Ja. Ein Lied von einer ganz, ganz tollen Band aus Deutschland. Modern Talking hießen sie. Gibt's schon eine Weile nicht mehr. Der große Hit Brother Louie in der Version von den Ärzten. Also eigentlich Vollplayback und wir tanzen nur dazu. Und danach verschwinden wir dann auf Nimmerwiedersehen in der Versenkung. Wahrscheinlich lösen wir uns sowieso nach diesem Konzert wieder mal auf, weil vorhin, es ist gar nicht lange her, da ging ich an der Garderobe von Bela und Rott vorbei und sie hörten gerade Scorpions. Scorpions. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Scorpions. Und so viel ist mal sicher, ich werde alleine wiederkommen. Aber gut, bis dahin noch unser letztes Lied. Brother Louie und Sister Elke. Okay. This one's for you. We'll be right back.
Aber Vorsicht! Danke sehr. Ist großartig! Cool. Aber Vorsicht! Ist cool, Mann! Ihr könnt euch vielleicht schon denken, warum wir jetzt plötzlich so nett sind und so angeschleimt kommen. Wir spielen jetzt das letzte Lied. Ja, ein Lied von einer ganz, ganz tollen Band aus Deutschland. Modern Talking hießen sie. Gibt's schon eine Weile nicht mehr. Der große Hit Brother Louie in der Version von den Ärzten. Also eigentlich Vollplayback und wir tanzen nur dazu. Und danach verschwinden wir dann auf Nimmerwiedersehen in der Versenkung. Wahrscheinlich lösen wir uns sowieso nach diesem Konzert wieder mal auf. Weil vorhin, es ist gar nicht lange her, da ging ich an der Garderobe von Bela und Rott vorbei und sie hörten gerade Scorpions. Scorpions. Lass euch das mal auf der Zunge zergehen. Scorpions. Und so viel ist mal sicher, ich werde alleine wiederkommen. Aber gut, bis dahin noch unser letztes Lied. Brother Louie und Sister Elke. Okay, this one's for you. Hier ist drauf der Gaff, live aus der Bärenmatthallensur. Und es geht zu und her wie wild in den Hallen. Die Leute quetschen sich dritte vorne an den Gitter und die Sprecher fangen an. Die Ärzte sind rausgegangen und das, nachdem die Elke noch nicht einmal fertig gespielt haben. Ich nehme schwer an, sie kommen zurück. Man sieht es förmlich kochen im Raum innen. Es ist alles dampfig und flotschnass. Die Leute sehen, dass es wäre zu frisch duschen worden.
Es ist fast unmöglich, dass es hier keine Zugabe gibt. Es muss eine geben. Seit anderthalb Stunden sind sie jetzt am Spielen gewesen, die Ärzte aus Berlin. Und da sind sie wieder. Ja, grüezi. Wir sind die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin. Wollt ihr zufällig die Fortsetzung hören? Seid ihr quasi daran interessiert, zu hören, wie es weitergeht? Okay, das kann ich euch in ein paar Worten erzählen. Da braucht ihr nicht so ein Gewesen rumzumachen. Elke stirbt. Aber sie stirbt einen sehr langsamen Tod. Und die pikanten Details, die intimen Kleinigkeiten, die werden wir euch jetzt preisgeben. Aber lasst uns noch einmal kurz einen Blick zurückwerfen, wie alles begann. Im Kino verschwimmt jetzt das Bild so. Sie schickte mir ein Foto. Mein Herz blieb beinahe stehen. Sie sah aus wie unser Bela. Sie war wunderschön. Ich schrieb ihr ein Lied. Es blieb mit Rosenduft sogar. Und zwei Wochen später, waren wir ein Liebespaar. Ich stürzte in ihr Bett, gewebe wie
send an eagle back to the world. I'll send an eagle back to the world. I hope that someone gets by. I hope that someone gets by. Wollt ihr ein wenig singen mit uns? Ja! Habt ihr Lust zu singen? Ja! Do you want to sing? Ja! Volete cantare? Ja! Vous voulez chanter avec nous? Ja! Willst du mein Blue poppen heute Nacht? A gente quer cantar com os outros. O Zumbu Muta Vila. Voilà. Die Unterdrückung der Frau ist auch eine liebgewordene Sünde hier in der Schweiz. Wir, die beste Band der Welt und die frauenfreundlichste Band der Welt, haben uns aufgemacht. Ist so. Jeden Abend geben wir uns Mühe, Frauen zu beglücken. Dem einen Glück, den anderen nicht. Hast du vielleicht Zeit dafür, dass ihr alle mal das magische Wort Ficken ausspricht? Ficken! Also geht doch. Okay. 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 Die drei Hübis aus Berlin haben ein Lied mitgebracht gegen die Unterdrückung der Frau. Und es heißt: I am sailing. I am sailing. Das Magli in den Lachshosen sah. Da war mir eines sofort klar. Sie ist nicht so, wie die anderen sind. Doch wo sie ist, da weht ein anderer Wind hoch. Und ich kroch auf sie zu und ich sagte zu ihr: Ich such dich schon seit Stunden, bitte glaube mir. Sie sagte: Yippee-doo, sha-la-la-la-la.
ihren Sandalen, yeah. Ich ging zu Boden, sie war hart wie Zement, oh. Selten war ein Mädchen so irgendein Fremdwort, oh. Und als ich da lag, da wollte sie gehen. Ich schrie, Mama, ich liebe dich. Cause I would do anything for love. Yes, I would do anything for love. Yes, I would do anything for love. But I won't do that. No, no, no. Hey Chris, leave it my room tonight. Come on. Yeah.
40 aus Berlin auf Tieres 3 hier live auf der Gasse. Sie sind zum zweiten Mal ab der Bühne gegangen und man kann ihn nicht widerstehen. Er ist offenbar völlig ausgeliefert. Die Leute machen das, was sie sagen. Schauen, ob sie noch das zweite Mal zurückkommen. Jawohl, und sie sind nochmal da, die Ärzte, der Farin Urlaub, der BLAB und der Rott. Sich umdrehen und dann Zugabe rufen. Aber Farin, die Leute am Radio haben sich umgedreht. Die haben sich aber nur langsam umgedreht. Langsam oder leise? Wollt ihr noch ein Lied hören? Okay, dann sprecht mir nach. Bitte, bitte, liebe Ärzte, noch ein Lied. Habt ihr gehört, ihr Radiohörer? Ha, ha, wir haben sie im Griff. Ha. Hat gut gesagt. Ich trinke voll Milch.
So. Ich habe den weiten Weg von Berlin nach Suhr auf mich genommen, um euch ein bisschen was über Sex zu erzählen. Ich spreche nicht von dem Sex, den ihr heute Abend mit mir haben könnt im Hotel gegenüber. Nein, ich spreche von Sex, den ihr 40, 50 Jahren haben werdet mit meinesgleichen. Vorher, liebe Hörer am Radio, werfe ich ein paar Stöckchen ins Publikum. Und Nummer 2. Seid ihr bereit? Ich hab mich den Bund verweigert. Zivildienst war angesagt. Exaltenheim für anderthalb Jahre. Alles lief voll nach Plan. Wie hätte ich mich gedacht? Endlich wird all meine Träume wahr. Das Licht steht, was ich sah. Daran lauf ich gefahr. Mich vor Liebe und Sehnsucht fast zu vergessen. Denn das Lied war unzufrieden. Und Jugendliche zu ziehen, den ich auf die Liebe breiter Frauen versetzen. Je älter, je besser. Oh. Wenn ich ihre Kopfhörer erzähle, am Bauchluft geschwollenen Beinen, Oberweite am Bauch, das wär nicht gut gebaut. Oh. Da betrübte Augen, schlechter Atem von den Gallensteinen. Wee, wee, da begab über hängende Haut. Oh. Morgen sind schwarz in den Schuhen. Doch ich ging bei dem Krieg von welchen Schächen, die sich in Stützdruck Hose pressen. Denn in dieser unteren Welt, wo Schönheit und Jugend nur ziehen, bin ich auf die Liebe dreiser Frauen versessen. Je älter, je besser. Es wäre nett, wenn ihr nach diesem schönen Gitarrensolo applaudieren könntet. Vielen Dank. Sie sind so unendlich viel mehr. Erfahren mit Liebesgebe. Wisst ihr, welche Gefühle sich in ihnen bringen? Oh, oh. Wer kann eure Ufer der Liebe vorbringen? Halt, wer die Deine?
Ist das alles?
Dutzende von Radiozuhörern denken, wir spielen hier beim Haufen von 20 Menschen. Ich habe eine Idee, wie wir das Gegenteil beweisen können. Wir zählen durch. Wir fangen hier an und gehen dann der Reihe nach durch. Also 1, 2, 3. Können wir das mal probieren? Oh. Okay, vielleicht kann das anstrengen. Also es sind ungefähr 40.000. Okay. Vorbei mit dem langen Rumgedruckse. Ich sage die klassischen Worte. Tschüss, macht's gut. Und denkt immer daran, der Rott, ich liebe euch. Er liebt euch. Ich liebe euch, ihr Natur. Ein pathetischer Abgang, die Ärzte, aber man glaubt uns nicht ganz, dass sie schon weg sind von diesen, wie sie sagen, 40.000 Zuschauern. Sind natürlich nicht ganz so viel. Ja, vielleicht etwa 2.000 so und da so 1.500. Und wieder mal ganz ein Haufen, die pfeifen und sicher wollen, dass die Ärzte noch einmal auf die Bühne kommen. Wir warten, wir als drei live auf der Gas. Ist das alles, so hat das letzte Stück geheißen von den Ärzten. Es kann es nicht gewesen sein, eindeutig nicht. Aber gute Operation, will gut vorbereitet sein. Es ist noch niemand auf der Bühne. Die einzelnen Rippen der Leute an den Gitterfuhren dürften inzwischen wahrscheinlich leicht bis stark lädiert sein. Sie sind zurück zum dritten Mal. Und sie sind zurück. Zum dritten Mal. Eine Durchsage für unsere Radiohörer. Liebe DRS3-Hörer, bitte begeben Sie sich schleunigst in den nächsten Bunker. Der Krieg ist ausgebrochen. Einige Marschflugkörper mit Atomwaffen bestückt sind auf dem Weg. Jetzt wird erstmal getanzt. One, two.
Und das wäre jetzt eigentlich mehr etwas fürs Auge, die drei Ärzte. Gleichzeitig miteinander machen sie wunderschöne Disco-Tanz-Schritte. Ähnlich wie man sie in den 70er Jahren gekannt hat. Längen sich überall hin. Dort, wo die Leute von mir kreischen. Ich sage neulich, es ist gar nicht lange her, da sah ich eine schöne Dame und ich ging zu ihr hin und sagte, Totti ist mein Name, du hast wunderschöne Augen, du hast wunderschöne Augen, du hast wunderschöne Augen und einen wunderschönen Mund und sie sagte zu mir, und sie sagte zu mir, und sie sagte, und sie sagte, und sie sagte zu mir, hallo Brenda, wenn du uns hörst, jetzt in deinem Auto auf dem Weg nach Hause, das ist nur für dich. Ich ließ an Chiba, ba, 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 ba. Ihr kennt den Text, ihr kennt die Melodie. Millionen von Radiozuhörern glauben, dass hier wirklich nur eine Handvoll Zuschauer bei den Ärzten sind. Beweist ihnen das Gegenteil. Singt mit! Ich lies Sanchi! Damit ich nicht untergehe.
Deshalb!
sing dich nicht rächen. Schau, schau. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star. Du läufst hinter mir her. Doch dann ist es zu spät. Dann kenn ich dich nicht mehr. Zu spät. Zu spät. Doch dann ist es zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Und dann ist alles viel zu spät. Gefallen? Und euch da hinterm Mischpult, hat es euch auch gefallen? Und ihr da hinten, die ihr mich wahrscheinlich nicht mehr sehen könnt, weil das Gelände 10 Kilometer lang ist, hat es euch auch gefallen? Und ihr hier vorne? Und ihr da, ihr Anonymen da am Radiogerät, hat es euch auch gefallen? Bela, hat es dir gefallen? What? Ja, Gustavo. Miau, miau, schau, schau. Okay. Okay. Obwohl wir heute mal wieder richtig übles Essen hatten, wie immer auf dieser Tour, halb verhungert auf die Bühne mussten, weil es wirklich schlecht schmeckt. Das liegt an unserer Catering-Firma RGF, Ole und Jörg, auch genannt die Scheiß-Caterer. Ja, weil sie machen aus Scheiße Essen. Naja, egal. Ole, ich find dich gut. Das geht euch jetzt gar nichts an. Die beste Band der Welt heute zum ersten Mal in Tour. Bestimmt nicht zum letzten Mal. Und ich sage hier die bedeutenden Worte, die mein Nachbar Frank Sinatra immer zu mir sagt, wenn ich morgens nackt auf meinem Balkon stehe. Hey Bela, hey Bela, halt's Maul und spiel. Er sagte, well Bela, it's wonderful. Und bevor wir gehen, wird auch Rodrigo noch seinen Salmon ablassen. Rodrigo, ich gebe dir mein Mikro. Hey, hör zu, was mir genau überlegt. Ich liebe euch. Ich liebe euch! Okay. Fari. So, bevor wir jetzt eine Schleimspur auf der Bühne hinterlassen, meine Herren. Die den Schnecken am ähnlichsten gewordene Band, die Ärzte, verabschiedet sich für heute. Auf Wiedersehen! Kommt gut heim! Und das sind sie jetzt eindeutig gesehen. Supi, supi, supi! Die Ärzte aus Berlin live auf der Gast hier bei DRS3, die Ärzte. Die ihrem Ruf eigentlich mehr gerecht worden sind. Sie haben viel mit den Leuten geredet, die Leute haben zurückgeredet. Das ist, glaube ich, eine dieser Bands, wo man kann sagen kann, außer bei den Toten Hosen weiss man hier Texte sehr gut auswendig. Man hat es gesehen vorhin beim Song Geschwisterliebe, das war nur instrumental gewesen. Und die Leute haben die ganzen Texte mitgesungen. So macht man es also, wenn etwas auf der schwarzen Liste steht. Man lässt ganz einfach die Leute singen. Obwohl das dann auch alte Platten gewesen sind, eigentlich. Es läuft das Publikum, das fleissig ist, kann man sagen, ein junges Publikum auch. Die ersten Eltern stehen nämlich schon draußen und warten seit mehr oder weniger einer Stunde, um ihre Jugend heim begleiten. Wie gesagt, ein fleissiges Publikum, alles durchschwitzt, das Kondenswasser läuft an der Wand herab. Das ist DRS3 auf den Gas gesehen, wir machen noch weiter Musik bis am 12 Uhr, da ist Fleischmann.